Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mein monatliches Make-up-Ranking. Ich habe hier 11 Produkte vor mir liegen, die ich so im November benutzt habe, in meinen Schminkboxen hatte. Natürlich hatte ich noch weitere Produkte drin, weil hier nicht alles abgedeckt ist. Ich habe zum Beispiel keine Foundation, kein Blush und so weiter. Aber das liegt daran, dass die anderen Produkte nicht mehr aktuell sind, dass es LE-Produkte waren oder Sachen aus alten Sortimenten. Und die nehme ich in dieses Ranking-Video nicht mit rein. Falls ihr nochmal gerne ein Video haben wollen würdet, auch zu LE-Produkten, älteren Produkten, die es halt dann nicht mehr nachzukaufen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber irgendwie glaube ich, macht es mehr Sinn, wenn ich euch jetzt von Produkten berichte, teilweise von Produkten schwärme, dass ihr sie dann auch nachkaufen könntet, wenn ihr wolltet. Okay, ich fange auf jeden Fall an mit dem Produkt, was mir am wenigsten gefallen hat und steigere mich dann hin zu meinem Top-Produkt. Okay, ich fange heute an mit einer Lidschattenpalette von, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus, Odens Eye, ich weiß nicht so richtig, es ist auf jeden Fall eine schwedische Marke. Ich bin mit dem schwedischen Akzent nicht so wirklich vertraut, deswegen, ja, es heißt irgendwie nicht Odens Eye. Egal. Auf jeden Fall schreibt es sich so, wie ich es ausspreche. Es ist in dem Fall die Elva Palette, die erste Palette. Es gibt auch noch eine zweite. Und ich habe mir die, ich glaube, Anfang des Jahres bestellt. Die Marke, oder auf die Marke bin ich aufmerksam geworden durch Angelica Nyquist, von der ich sehr regelmäßig Videos schaue und sie zeigt immer Produkte und Neuheiten dieser Marke. Und ja, die Paletten haben mir von Anfang an sehr zugesagt. Sie sind auch so vom Packaging her sehr schön, sehr besonders. Sie sind auch mit so einer leicht rauen Schicht bedeckt. Also jetzt nicht samtig, aber es ist Pappe. Aber irgendwie so ein bisschen rau. Also vielleicht könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie sich das anfühlt. Ja, die Elva 1 Palette schaut von innen so aus. Hat wirklich wunderhübsche Farbtöne drin. Und ja, warum ist sie auf meinem letzten Platz gelandet? Ganz einfach, weil ich mir von der Palette ein bisschen mehr erwartet habe. Es sind in dieser Palette für meinen Geschmack etwas zu viele Topper-Shades drin, die nicht so wirklich viel Farbe abgeben. Ich hatte mir das Ganze einfach so ein bisschen kräftiger und leuchtender vorgestellt. Die Palette hat zwar auch sehr leuchtende Shades. Ich kann euch zum Beispiel mal zwei swatchen. Also daran gibt es jetzt zum Beispiel gar nichts zu meckern, aber gerade so diese hellen Töne, die sich auch so ein bisschen in der Palette wiederholen, also es sind besonders 4 Töne drin, die sich sehr ähneln und da seht ihr es zum Beispiel, die haben dann nicht so viel Eigenfarbe, sondern eignen sich eigentlich wirklich zum Toppen auf einer anderen, vielleicht matten Farbe. Und an sich habe ich überhaupt nichts gegen Topper. Ich finde Topper in einer Palette ganz gut, vor allem wenn es eine größere Palette ist. Aber es sind für meinen Geschmack ein bisschen zu viele sich ähnelnde Topper-Shades drin. Deswegen ist es keine schlechte Palette, aber ich habe mir noch so ein bisschen mehr davon erhofft und deswegen ist sie diesmal auf meinem Platz 11 gelandet. Auf meinem Platz Nummer 10 ist eine Mascara gelandet von Clinique, die High Impact Mascara. Ich glaube, ich hatte die schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Es ist eine Mascara mit einem Faserbürstchen, also kein Gummibürstchen, kein Silikonbürstchen, sondern dieses ganz klassische Bürstchen. Ich würde es jetzt so als mittelgroß bis groß einstufen und die Borsten sind mittellang, würde ich sagen. Die Mascara gefällt mir nicht so wirklich gut, weil sie mir ein etwas zu natürliches Ergebnis macht. Also für alle, die vielleicht nicht so starke Augen-Make-ups tragen, die einfach nur so ein bisschen ihre Wimpern betonen wollen und das möglichst auch nicht
fliegenbeinmäßig, sondern schön, schön natürlich, schön gleichmäßig. Für die könnte die Mascara auf jeden Fall was sein, aber für meinen Geschmack ist sie ein bisschen zu, also macht sie ein bisschen zu wenig Volumen. Sie ist eher dafür da, die Wimpern so ein bisschen zu verlängern, aber eben nicht, um sie stark zu betonen. Und gerade wenn ich eben so knalligere, buntere Augen-Make-ups trage, und gerade weil ich ja auch immer einen Lidstrich trage, möchte ich gerne von einer Mascara, dass sie meine Wimpern wirklich ein bisschen stärker zur Geltung bringt. Und die ist mir dafür ein bisschen zu wenig, zu lasch. Deswegen für mich persönlich keine Mascara, die ich mir nochmal nachkaufen würde, aber das ist absolute Geschmackssache. Platz Nummer 9 belegt bei mir ein Lippenstift, beziehungsweise ich habe hier eine Probe von einem Lippenstift. Das ist von MAC, die Farbe Brave. Und so schaut die Farbe aus. Ich versuche euch das nochmal von dichtem zu zeigen. Also, das ist so ein ganz nudiger, etwas bäriger Ton, ist so eine My Lips But Better Farbe sozusagen. Also ist jetzt keine wirklich auffällige Lippenfarbe, sie verschmilzt sehr schön mit der eigenen Lippenfarbe und ist halt nur so ein bisschen aufgehübscht sozusagen. Ich habe davon nicht den Original-Lippenstift. Ich hatte mir mal, es gab früher mal so eine Seite, da konnte man sich solche Abfüllungen bestellen von zum Beispiel MAC-Lippenstiften und da hatte ich einige von. Wenn ihr zum Beispiel Lippenstifte täglich in der Arbeit tragt, wobei natürlich ist es im Moment während der Pandemie ein bisschen schwierig, Lippenprodukte zu tragen außerhalb der eigenen vier Wände, weil man ja doch oft das Ganze mit einer Maske bedecken muss und dann kann es verschmieren und dies und das. Aber solltet ihr gerne Lippenstifte tragen und vor allem gerne Lippenstifte, die halt alltagstauglich sind, die nicht zu knallig sind, nicht zu speziell sind, dann ist das auf jeden Fall eine Farbe, die euch sicherlich gut gefallen könnte. Also ja, solltet ihr vielleicht irgendwann mal einen neuen Lippenstift brauchen, so für den täglichen Gebrauch. MAC Brave ist eine sehr schöne Farbe dafür. Auf meinem Platz Nummer 8 ist ein Concealer, den ich mir bereits einmal nachgekauft hatte, als er im Angebot war, und zwar von Revolution, der Conceal and Define Full Coverage Concealer. Ich habe ihn in der Farbe C2. Es gibt sehr viele verschiedene Farben dieses Concealers, sowohl online, also online gibt es glaube ich noch mehr Farben als in der Theke. Eine Revolution Theke findet ihr zum Beispiel in einem größeren Rossmann. Und ja, ich finde den Concealer an sich ganz solide. Es ist nicht mein Lieblingsconcealer. Meine Lieblingsconcealer kommen definitiv, ihr wisst es, von Catrice. Aber es ist ein recht schöner Concealer. Er hat so einen recht großen Applikator. Der ist sehr schön weich, gibt das Produkt gut auf eure Haut ab. Und ja, es ist ein stinknormaler, solider Concealer. Also ich kann dazu gar nicht viel mehr sagen. Ich trage ihn heute, also falls ihr euch ein Bild machen wollt, von der Farbe, von der Deckkraft her, absolut okay. Wie gesagt, es gibt noch ein paar bessere für meinen Geschmack, aber das ist, wie gesagt, ein Produkt, das habe ich mir bereits nachgekauft. Und der hier, ihr seht es hier auch, ist auch schon gut fast aufgebraucht. Also kann man sich mitnehmen, gerade wenn diese Marke im Sale ist oder im Angebot ist, könnt ihr nichts mit verkehrt machen. Auf Platz Nummer 7 ist bei mir eine Lidschattenpalette gelandet. Und zwar von Lethal Cosmetics, die After Dark Palette. Gott, hört ihr, mein Magen knurrt. Ich hatte noch kein Frühstück heute. Das lasse ich heute mal ausfallen. Genau, die After Dark Palette schaut so aus. Ich hatte sie euch irgendwann auch schon mal gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, zu welchem Video. Auf jeden Fall habe ich sie in diesem Monat in meiner Schminkbox gehabt und ich glaube 3 Looks damit geschminkt. Ich kann euch mal 1, 2, 3, 4 Looks einblenden. Ich hatte die auch schon mal benutzt. Sie ist bei mir eher im Mittelfeld gelandet, weil ich ein paar Farben davon so ein bisschen schwierig finde. Also generell finde ich diese Farbzusammenstellung sehr speziell, was nichts Schlechtes heißen muss. Aber
Mein Problem bei dieser Palette ist, dass ich nicht so wirklich eine schöne Farbe für meine Lidfalte dort drin finde. Also es ist schon eher eine Palette für sehr spezielle Looks. Mein Lieblingslook besteht aus diesen Farben hier. Also diese Seite finde ich ganz besonders schön. Mein allerliebster Farbton ist dieses Lila hier, was so ein bisschen changiert in die silbrige, fast ein bisschen grünliche Richtung. Also das ist wirklich ein ganz besonderer Farbton. Ich mag auch den hier so als Schattierungston sehr gerne. Ihr seht das in meinen Augen-Make-ups. Das habe ich häufiger verwendet. Ich habe so ein kleines Problem gerade mit diesen Tönen hier, weil ich nicht so recht weiß, was ich mit denen anfangen soll. Dieses Blau kann man immer noch ganz gut auf dem beweglichen Lid auftragen und mit so einem Topper-Shade hier toppen. Also, ne, da nochmal einen besonderen Effekt herzaubern. Aber dieses Grün und dieses Koralle, ich kann die in meinem Make-up nicht wirklich unterbringen. Und ja, so ein richtiger Lidfaltenton ist einfach in dieser Palette nicht drin. Weshalb das keine Palette ist, mit der ich mich wie gewohnt schminken kann. Also ich habe normalerweise in meiner Lidfalte immer ein entweder Beige-Ton oder Beereton oder Rosé, keine Ahnung, Ton drin, womit ich so die Grundlage schaffe. Und dann baue ich das Make-up drumherum auf. Und ich kann mir dieses Grün oder auch dieses Türkis, das funktioniert wirklich schwierig in der Lidfalte. Deswegen bin ich mit dieser Palette nicht 100% eins geworden. Ich könnte mir immer noch vorstellen, weil also diese Paletten, die haben auf der Rückseite Löcher und das sind die Standardgrößen von Lethal Lidschatten. Man muss die Palette nicht so belassen, wie sie ist. Man könnte zum Beispiel die Farben, die einem einfach überhaupt nicht zusagen, da rausploppen und durch andere Lethal Farben ersetzen. Und da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich das vielleicht tun sollte, gerade so mit diesen beiden Farbtönen. Vielleicht mache ich das und mache die Palette eben zu einer individuellen Palette. Muss ich mir nochmal überlegen. Auf jeden Fall ist sie zwar qualitativ echt cool und farblich sehr besonders, aber nicht 100% mein Ding. Auf Platz Nummer 7 ist bei mir ein Eyeliner gelandet, den ich aktuell täglich trage, auch schon seit längerem, also mindestens den ganzen Monat, wenn nicht noch länger. Ich glaube fast auch noch länger. Das ist von, ich weiß immer nicht, wie man diese Marke ausspricht, auf jeden Fall wird es 3INA geschrieben, der The 24 Hour Pen Eyeliner. So schaut der einmal von Namen aus. Der hat eine klassische Filzspitze, also wie ein Filzstift und ebenso kegelförmig spitz zulaufend. Das ist für mich persönlich, gerade wenn ich auch einen Wing ziehe mit einem Eyeliner, das A und O, dass es eine feste Filzspitze ist. Es gibt ja auch so Stift-Eyeliner, die haben eine Pinselspitze. Die eignen sich ganz gut dafür, am oberen Wimpernkranz entlang die Linie zu ziehen, aber zum Beispiel weniger für einen Wing, weil man da doch, also erstmal haben diese Pinsel-Haar-Eyeliner sehr viel Farbabgabe, wodurch das gerade am Wing teilweise auch ausfransen kann oder verlaufen kann, und die sind halt nicht hundertprozentig präzise und kriegen so eine Spitze nicht ganz gut hin. Das ist bei dem hier anders, der kriegt diese Spitze ziemlich gut hin. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, weil es jetzt auch nicht der feinste Eyeliner ist, den ich jemals gehabt habe. Aber ich finde ihn ganz gut. Er gibt gut Farbe ab, er verläuft nicht und ich komme damit sehr gut klar. Von daher ist es ein sehr solides Eyeliner-Produkt. Aber dadurch, dass er eben nicht so günstig ist, zum Beispiel wie meine Lieblinge von Essence oder Riva Loves Me, ist er jetzt nicht höher gerankt. Mein Platz Nummer 5 ist die zweite Elva Palette von Odens Eye. Passt auf, so sehen die nebeneinander aus und geöffnet so aus. Und normalerweise, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, wisst ihr, was
mehr mein Beuteschema ist. Das ist nämlich die hier. Das sind so Farben, die trage ich sehr häufig und sehr gerne auf meinem Auge. Warum ist jetzt aber diese Palette höher gerankt als die Alva 1 Palette? Ich kann es euch sagen, weil sie für mich besser funktioniert und besonderer ist. Ich habe mich am Anfang so ein bisschen gesträubt, die Palette zu bestellen, aber ich wollte keine Versandkosten bezahlen. Deswegen habe ich mich für eine zweite Palette von Odin's Eye entschieden. Normalerweise sind diese Farben hier auf meiner persönlichen Lidschattenfarben-Topliste ganz hinten. Also so grün und blau trage ich eigentlich am wenigsten gerne, muss ich sagen. Aber ich habe ein, zwei Augen-Make-ups auch mit diesen bläulichen Türkistönen geschminkt, die mir sehr gut gefallen haben, die vor allem wirklich was Besonderes waren. Und an sich finde ich die Palette so ein bisschen besser pigmentiert. Es sind weniger Topper-Shades dabei als bei der Alva 1 Palette. Also ihr habt einfach generell etwas leuchtendere Augen-Make-ups, etwas strahlendere, kräftigere Augen-Make-ups mit dieser Palette. Kleines Manko ist, dass sie zwei Pressed Glitters drin haben. Und ihr wisst, Pressed Glitter Lidschatten, ich trage heute zufällig ein, trage ich zwar hin und wieder mal, aber eben nur zu Hause für Videos. Also im Alltag sind mir die einfach ein bisschen zu doll, vor allem weil sie auch über Tag so ein bisschen runterbröckeln können. Und dann glitzert das halbe Gesicht und es möchte keiner oder möchten die wenigsten. Deswegen bin ich nicht so der größte Fan von Pressed Glitter Lidschatten. Und in dieser Palette sind auch gleich zwei drin. Wobei ich aber sagen muss, diese Pressed Glitter Töne sind wirklich besonders. Also dieser orange, etwas grünliche Pressed Glitter, der passt natürlich unheimlich gut zu diesen Farben hier drumherum. Und dieser, ja, lila, silbrige passt halt super gut dahin. Also die Palette ist farblich, finde ich, sehr gut durchdacht und deswegen gefällt sie mir, trotz der Farben, die ich eigentlich nicht so häufig und nicht so gerne trage, ziemlich gut und mir haben die Augen-Make-ups damit wirklich gut gefallen. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Das ist ein Highlighter-Duo von Wet n Wild. Das ist die Hello Halo Blush-Lighter-Reihe, von der es mehrere Farbkombis gibt. Ich habe die Variante After Sex Glow und das ist wirklich ein Highlighter, farblich ganz nach meinem Geschmack. Also das sind so meine beiden persönlichen liebsten Highlighter-Farben als Duo. Nämlich dieser helle Champagner-Goldton und dieser Apricot-Glow gefallen mir auf meinen Wangen immer am besten. Es ist eben eher etwas Wärmeres, obwohl halt nicht zu dunkel, sodass es für meine helle Haut nicht mehr passen würde. Aber es ist eben auch nicht dieses Kühle, was irgendwie nur zu einem sehr kühlen, winterlichen Make-up passen würde. Also das sind Farben, die kann man eigentlich das ganze Jahr über benutzen. Und ja, die sind sehr schön. Ich zeige euch mal, wie schön die auch leuchten. Also die sind auch sehr schön fein vom Schimmeranteil her. Da ist kein grober Schimmerglitter drin, sondern das ist einfach nur so eine ganz feine Schimmrigkeit und Leuchtkraft. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, solider Highlighter, der oft im Angebot ist. Also ich versuche euch sowieso alle Produkte dieses Videos zu verlinken und da natürlich auch immer so die besten Angebote für euch rauszusuchen. Vielleicht habt ihr Glück. Dann steigen wir aufs Treppchen und kommen zu einer Palette, die aktuell, glaube ich, auch noch im Angebot ist. Und zwar von BH Cosmetics. Das ist eine der Birthstone Paletten. BH hat ja dieses Jahr in jedem Monat eine Palette rausgebracht. In genau dieser kleinen Form. Zu einem besonderen Edelstein, in dem Fall zum Amethysten. Und die Paletten sind alle gleich aufgebaut. Sie haben passend zur Farbe des Steins den größten Ton drin und drumherum noch 6 weitere Töne inklusive einem Pressed Glitter. Also ja, bei so kleinen Paletten muss für mich kein Pressed Glitter drin sein. Aber
die Paletten sind einfach alle gleichermaßen aufgebaut, nur dass die Farbtöne sich natürlich unterscheiden. Deswegen ist es für mich ein durchgezogenes Konzept und es ist in Ordnung. Ja, diese Palette gefällt mir farblich mit am allerbesten von allen Birthstone Paletten. Ich habe sie ja, also bis auf die Dezember-Variante, die es ja heute noch nicht gibt, habe ich sie alle zu Hause und das ist eine meiner liebsten Farbkombis. Und ich habe sie in dieser Woche getragen auf meinem Auge, blende euch ein Make-up damit ein. Und es ist wirklich wahnsinnig farbintensiv. Also alle dieser Birthstone Paletten sind unheimlich gut pigmentiert, haben eine unheimlich tolle Formulierung, sind qualitativ einfach mega, mega gut. Und ja, die Farben gefallen mir gut. Es ist wirklich sehr intensiv, beerig auf dem Auge. Dieser helle Blauton so als Topper oder auf der Lidfalte finde ich auch richtig schön und passend dazu. Den Press Glitter habe ich jetzt in dem Fall nicht verwendet, weil ich die Palette unter der Woche getragen habe zur Arbeit. Aber also die Palette kommt guten Gewissens auf meinen Platz 3. Was ich auch noch ganz cool finde, weil es ja zu jedem Monat der Geburtsstein ist. Und es ist so wie bei den Sternzeichen, dass natürlich so gewisse Eigenschaften einem zugesagt werden, wenn man in einem gewissen Monat geboren ist. Und nach diesen Eigenschaften sind die Farbnamen gewählt. Also zum Beispiel, wenn ihr im Monat Februar geboren seid, sollt ihr angeblich ein bisschen Rebel sein, also ein bisschen rebellisch. Ihr sollt clever AF sein und vielleicht auch ein bisschen sexy. Also vielleicht trifft es auf euch zu. Das finde ich auf jeden Fall nochmal so ein kleines, schönes Gimmick bei diesen Paletten. Auf Platz 2 ist ebenfalls eine dieser Birthstone Paletten, deren Augen-Make-up ich heute auch trage. Und da hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass sie so weit, also dass sie zum Beispiel höher gerankt wird als diese hier. Weil normalerweise farblich finde ich die hier nicht so ansprechend wie die lilafarbene. Aber so kann man sich täuschen. Das ist die März-Palette, die Aquamarin-Palette. Da heißen zum Beispiel die Farbnamen Daydreamer, Big Heart, Jet Setter, Secretive, ja, also vielleicht trifft es auf euch zu. Ich bin weder im Februar noch im März geboren. Ja, diese Palette, wie gesagt, hätte mich eigentlich farblich nicht angesprochen, dass ich sie mir gekauft hätte. Aber ich habe mir schon im Januar gesagt, als ich gehört habe, diese Palettenreihe wird das ganze Jahr über durchgezogen, dass ich sie sammeln möchte. Und hier zum Beispiel bin ich sehr froh, dass ich, ne, aufgrund der Sammelleidenschaft diese Palette habe, weil ich finde die Augen-Make-ups damit mega. Also dieser Rotton hier so als warmer Aspekt in der Lidfalte oder außen finde ich super schön. Dazu passend dieses Braun so zum Verblenden. Dann haben wir einen hellen Ton für den Braunbogen, einen tollen Ton für den Augeninnenwinkel. Wir haben hier so ein dunkles Petrol drin und heute trage ich auch den Pressed Glitter und der ist wirklich wunderschön. Also das ist einer der schönsten Pressed Glitter Töne, die ich jemals gesehen und benutzt habe. Der wirkt im Pfändchen so ein bisschen unspektakulär, aber wenn ihr den drauf gebt auf euer Augen-Make-up, der schimmert wirklich in allen möglichen Regenbogenfarben. Ich versuche euch das mal so ein bisschen zu demonstrieren. Ja, ich glaube, es kommt ganz gut rüber. Der schimmert wirklich in allen möglichen Farben. Ich glaube, jetzt seht ihr das so eher rötlich. Er schimmert aber auch je nachdem, wie das Licht drauf fällt, grünlich, gold. Also das ist ja wirklich so ein schöner Topper. Wahnsinn. Ich liebe dieses Augen-Make-up heute so richtig. Deswegen hat es bei mir diese Palette direkt auf Platz 2 geschafft. Und auf Platz 1 ist auch nochmal eine Lidschattenpalette. Und zwar auch von BH Cosmetics, die Avocado Toast Palette. Die habe ich schon mal in einem Video benutzt und für sehr schön befunden. Sie schaut so aus von innen. Ich mag erstmal, also das Packaging ist halt wirklich sehr cool. Und ich mag auch den Hintergrund der Fändchen, dass der so ein bisschen holographisch leuchtet. Also das macht auch nochmal so ein gewisses Extra aus.
Bei der Palette haben wir keinen Pressed Glitter, was ich ganz gut finde, sondern wir haben entweder matte Töne oder so gleichmäßig metallisch schimmernde Töne. Der hier ist so ein bisschen gröber, aber trotzdem auch sehr gut pigmentiert, so wie alle anderen Farben auch. Die Palette ist wirklich qualitativ auch der absolute Hammer. Und warum diese Palette auf Platz 1 ist, diese Palette sorgt dafür, dass Grüntöne für meinen persönlichen Geschmack absolut tragbar gemacht werden. Ne? Also Grüntöne, habe ich eben schon gesagt, trage ich nicht allzu gerne auf meinem Auge, ist nicht so meine Farbe, aber in Kombination mit den anderen Farben dieser Palette, zum Beispiel diesem rosa oder diesem gelblichen Ton, diesen oder diesen rötlichen Brauntönen, das macht das Ganze sehr, sehr harmonisch und das sind so schöne grünliche oder grünlich angehauchte Augen-Make-ups mit dieser Palette, dass ich die richtig, richtig gut finde. Und es sind auch wirklich super verschiedene Grüntöne drin. Also hier ist zum Beispiel ein so etwas blaugrün drin. Wir haben hier ein so silber-dunkelgrün, hier etwas heller, ein hellgrün, ein ja so Limetten-Grasgrün, also wirklich ganz verschieden und dann eben dazu passende nicht grüne Farben. Was ich auch richtig cool finde, also die Palette heißt ja Avocado Toast und passend zu der Avocado oder dem Avocado Toast heißen die Lidschatten, also haben die Lidschatten Namen, zum Beispiel Spicy, Lemon Pepper, Ripe, Superfood, Guac, Green Juice, Expensive. Also es passt alles zur Avocado und das finde ich auch nochmal richtig, richtig cool. Also ja, ihr merkt, BH Cosmetics, das habe ich euch schon häufiger gesagt, ist meine persönliche Lieblingsmarke, was Lidschattenpaletten angeht. Also die Qualität ist einfach nicht zu übertreffen für den Preis, weil die Paletten, sie sind jetzt nicht super günstig, aber wenn man sich überlegt, so eine Palette, die einfach mega toll ist, kostet 10 Euro, jetzt gerade im Angebot, glaube ich, irgendwie unter 8 Euro und so eine Palette kostet, glaube ich, 16 Euro, da kann man überhaupt nicht meckern. Das ist ein sehr, sehr fairer Preis für die Qualität, die ihr bekommt. Gut, dann habt ihr jetzt mein November-Ranking gesehen. Schreibt mir super gern mal in die Kommentare, welche Produkte es vielleicht in diesem Monat auf eure Top 3 oder so geschafft haben oder vielleicht auch Flop 3. Lasst es mich super gerne wissen. Also solche Kommentare interessieren mich immer am meisten, wenn ihr mir einfach erzählt, was euch in diesem Monat so richtig gut gefallen hat oder was vielleicht auch nicht. Also haut fleißig in die Tasten, wenn euch etwas einfällt. Ich freue mich natürlich auch über jeden anderen Kommentar. Also ihr seid da immer sehr, sehr fleißig und ich freue mich sehr drüber. Gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Restsonntag, einen schönen ersten Advent. Oh mein Gott, hat es bei euch schon geschneit? Bei mir gestern, aber es ist nicht liegen geblieben. Es war mehr so ein Schneeregen. Aber ich habe gesehen, in so den südlicheren Bundesländern liegt ja der Schnee schon richtig, bleibt ja der Schnee schon richtig liegen. Also ja, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ja, was noch so kommt. Macht's auf jeden Fall gut und seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei. Ich würde mich freuen. Ciao, ciao.